Ja, einer der Gründe ist der Grund 54, weil der Kaiser in Bad Ischl noch immer lebendig ist. Im Rahmen einer Pressekonferenz präsentierte vergangene Woche der Bad Ischler Andreas Niederauer sein Buch unter dem Titel 99 Gründe, das Salzkammergut zu lieben. Seit mehr als 20 Jahren ist Andreas Niederauer als Redakteur im Salzkammergut unterwegs und kann aufgrund der Tatsache, dass er im Salzkammergut aufgewachsen ist, als Kenner dieser schönen Region gelten. Im Hauptberuf Lehrer an der Tourismusschule Salzkammergut schildert er in diesem Buch zum Teil auch mit einem Augenzwinkern die Besonderheit der Landschaft, des Brauchtums, der Bekleidung, des Alltagslebens, der Kulinarik und der vielen Festivitäten. Natürlich spielt auch der Kaiser eine große Rolle in seinen Ausführungen. Kaiserpunsch, Kaisertorte, Kaiserschmarrn, Kaisertage, Kaiserfest. Die Aufzählung könnte beliebig fortgesetzt werden. Sie zeigt auf der einen Seite, wie verbunden das Salzkammergut noch immer mit der früheren Kaiserzeit ist, auf der anderen Seite dokumentiert sie aber die Vermarktung und Glorifizierung einer Zeit, die sicher für einen Großteil der Bevölkerung nicht lebenswert war. Und doch führt gerade diese Verbindung zwischen Kaiserkitsch und Tradition, zwischen Vergangenheit und Moderne zu einer unglaublichen Anziehungskraft. Den Beweis dafür liefern die jeweils aktuellen Zahlen aus den Tourismusbüros. Es war jetzt Grund 54, es sind aber insgesamt 99 Gründe, das Salzkammergut zu lieben. Die Frage ist sicher schon öfters kommen, warum genau 99 Gründe? Naja, also eigentlich gäbe es ja hunderte Gründe, aber ich habe das 99 für sehr signifikant gefunden von der Zahl her. Und auch beim Schreiben war jetzt erst auf über 100 und dann haben wir gedacht, naja, 110 Gründe, das klingt auch nicht so gut. Also lassen wir es bei 99 Gründe und vielleicht gibt es einmal eine Fortsetzung, wo dann die nächsten 99 Gründe kommen. Das Buch heißt 99 Gründe, das Salzkammergut zu lieben. Wenn du jetzt das sozusagen in einem Grund zusammenfassen müsstest, was wäre für dich der Hauptgrund, das Salzkammergut zu lieben? Das möchte ich gar nicht zusammenfassen, weil das Buch ist ja auch eine Motivation, dass man herkommt und sich die 99 Gründe anschaut. Und ich bin auch der Meinung, man soll sich das Salzkammergut anschauen. Da sind die 99 Gründe ganz leicht nachvollziehbar. Und Andreas Niederauer hat es jetzt auch gerade vor allem bei der Präsentation schon gesagt, also er hätte auch 200 Gründe finden können und da bin ich mir ziemlich sicher, dass das stimmt. Ja, bevor das Buch jetzt zu dem Leser kommt, ist es ja quasi durch deine Hände gegangen, weil du hast es ja gedruckt. Das heißt, du hast sicher schon die ein oder andere Passage schon rausgelesen. Kann man schon was verraten über das Buch? Natürlich. Eine der wichtigsten Passagen ist, dass Bad Ischl das Herz des Salzkammerguts ist und bleibt und wir uns das natürlich nicht von den Gmundnern streitig machen lassen. Und es wird sehr auf eine amüsante Weise im Buch in einem der Kapitel beschrieben. Es hat damals wilde Proteste gegeben, selbst der Bürgermeister von Bad Ischl hat sich eingeschaltet. Also das ist zum Beispiel eine Anekdote und natürlich auch unsere Tracht und über unsere Zurgwarsten, die nicht immer mit der Tracht dann Einheimische werden. Aber es sind einige sehr amüsante Geschichten drin, also auf jeden Fall kaufenswert. Ja, als Hoteldirektor bekommt man das natürlich mit aus erster Hand von den Gästen, wenn man mit ihnen spricht. Was sind denn die Hauptgründe, das Salzkammergut zu lieben für Ischls Gäste? Die Umgebung. Die Leute, das Erlebnis, so zu sein wie ein Salzkammergütler, ist wirklich ein sehr hoher Reisegrund. Einer, der das Salzkammergut wirklich jeden Tag erlebt und ja, jede Region wirklich genauestens kennt, bist natürlich du. Warum ist das Salzkammergut so besonders und was unterscheidet das Salzkammergut zu anderen Regionen? Das ist eine ganz einfache Frage, aber gleichzeitig eine sehr schwierige Frage. Ich sehe das so, die Schönheit vom Salzkammergut, die kann man jeden Tag erleben. Das fängt vor der Haustür an und geht bis zu weiteren Ausflügen. Ich finde, das Bewusstsein der Bewohner hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten geändert, zum Positiven. Heute ist man wirklich so froh, dankbar und glücklich, dass man, das ist ein Werbeslogan, dass man dort wohnen kann, wo die anderen Urlaub machen. Und das macht Salzkammergut wirklich besonders. Unterstrichen vielleicht nur oder absummiert und das Ganze bei ganz kurzen Wegen. In 20 Minuten im Salzkammergut kann man so viel erleben, da kann man ein Buch schreiben. 34. Grund, weil der Trachtenfreitag in Bad Ischl ein besonderer Tag ist. Wenn man von der Tracht im Salzkammergut spricht, dann muss auch erwähnt werden, dass man sich in Bad Ischl schon seit Jahren an Freitagen besonders festlich und in Tracht kleidet.
Das hat auf der einen Seite mit dem in der Kaiserstadt stattfindenden Wochenmarkt zu tun, bei dem man die Tracht selbstbewusst trägt, auf der anderen Seite aber auch mit der Abmachung, dass alle Bediensteten in Ischls Geschäften an diesem Tag nach Möglichkeit in Tracht zur Arbeit kommen. War dies vorerst nur als Marketing-Gag geplant, hat sich daraus während all der Jahre eine Sitte entwickelt. Für viele Gäste ist es während der Sommerzeit eine Augenweide, an einem Freitag durch Bad Ischl zu flanieren, dabei den Wochenmarkt zu besuchen und in den Geschäften durchwegs von Bediensteten in Tracht bedient zu werden. Du hast vorher angesprochen, es gibt ja tausende Gründe. Wie leicht oder wie schwierig war es denn, das Buch zu schreiben, reduzieren auf 99 Gründe? Wie fängt man an? Ja, es war schwierig. Also man stellt sich das viel leichter vor, als es tatsächlich ist, das muss ich sagen. Ich habe ganz euphorisch begonnen, vor 2 Jahren zu schreiben, und dann sind die ersten Gründe nur so herausgeputzelt. Und dann ist das Ganze mal am Computer gelegen, und beim nächsten Mal durchlesen habe ich gedacht, oh Gott, das geht also überhaupt nicht so, wie ich das mache. Und dann habe ich das wieder umgeschrieben, und dann kommen andere Projekte, andere Tätigkeiten dazwischen, dann bleibt das überhaupt wieder mal liegen. Und im heurigen Jahr habe ich gesagt, jetzt oder nie, entweder vollende ich jetzt dieses Buch oder ich lasse einfach bleiben. Ja, und wie gesagt, man stützt es leichter vor, als man glaubt. Dann kommt natürlich noch das Thema, das Ganze zu bebildern, was für mich sehr wichtig war, das Salzkammergut gut auch bildmäßig zu erfassen und ohne der Mithilfe von sehr, sehr vielen Personen, Firmen, auch der Firma Fotohofer, hätte ich das nicht geschafft, weil ich natürlich vom Bildmaterial her nicht so gut aufgestellt bin wie Profifotografen. Das Buch heißt jetzt 99 Gründe, das Salzkammergut gut zu lieben. Wenn man es jetzt zusammenfassen müsste in einen Grund für Sie persönlich, was ist denn der Hauptgrund, dass man das Salzkammergut gut liebt? Der Hauptgrund liegt sicher in der Region und den Menschen, die da leben. Weil es einfach regional eines der schönsten Gebiete ist, die Leute irrsinnig freundlich, nett, umgänglich sind. Na, das Salzkammergut kann man nicht mit einer anderen Region vergleichen. Das macht einfach eben diese Natur und diese Vielfalt der Zusammenhörigkeit macht das aus. Das ist eine unheimlich schöne Region mit sehr viel Brauchtum, die dahinter steckt. Es ist sehr authentisch hier, also es ist nicht aufgesetzt für den Tourismus, sondern es ist wirklich gelebtes Brauchtum. Und das ist einfach so eine Mischung aus unterschiedlichen Sachen, die Region hier einfach einzigartig macht. Ich sage die schöne Landschaft und die Herzlichkeit der Bewohner. Ich habe eine liebe Freundin, die aus Deutschland ist, und die hat es vielleicht mit den richtigen Worten getroffen. Wir sind so die Straße entlang gefahren vom Fuschelsee, Wolfgangsee, Bad Ischl und so weiter, und sie hat mir dann angeschaut und hat gesagt, und am Abend kommt da jemand und zieht den Stöpsel raus, weil das ist einfach nur kitschig.